Servus Leute, ich war gucken und es war so einfach. Wir stehen jetzt genau hinter diesem Typen, den lassen wir jetzt einfach mal da stehen. Ich weiß echt nicht, was war. Ich bin einmal wieder zurückgegangen und habe sofort das entsprechende Dingens gefunden, denn ich brauche eigentlich nur ein Item und es war so leicht zu finden. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in der Aufnahme wieder so verkackt habe. Ah, na gut, wir müssen wieder mal kämpfen. Wir kämpfen uns jetzt nach oben wieder vor. Natürlich dauert das jetzt gar nicht so lange. Und mir ist auch zwischen den Aufnahmen Folgendes klar geworden. Ich kann mir meine Parts nochmal angucken. Ja, das hat mich genauso umgehauen, wie euch das gerade umgehauen hat. Das könnt ihr wissen. Also, vielleicht mehr. Nein, und zwar, ich habe gemerkt, dass ich das mit diesem Klingenkombos und so noch nicht so ganz verstanden habe. Und da habe ich gedacht, schade, es gibt keine Möglichkeit, das nochmal nachzuvollziehen. Und dann, ja, ist mir plötzlich eingefallen, hey, ich kann ja meine Parts nochmal angucken. Und das war auch ziemlich sinnvoll, denn so kann man das einfach, könnte ich es mir einfach nochmal angucken und konnte es nochmal genau nachvollziehen, wie das mit den Klingenkombos ist. Man vergisst halt einfach vieles im Eifer des Gefechts. Oder während man halt hier einfach nach allen möglichen Sachen sucht und beschäftigt ist. Es kann schon mal vorkommen und da ist das halt immer ganz gut, wenn man das aufgezeichnet hat. So, wir machen wieder das, was wir auch sonst immer gemacht haben. Oh, der geht einen neuen Weg. Holy shit. Der legt sich in der Haie. Oh Mist. Das war jetzt das schlechtmöglichste Szenario. Aber er kommt hierher gerannt. Nee, und er ist auch schon weg. Und zwar, Leute, guckt mal. Guckt mal hier. Ja, der zweite Sicherheitsschlüssel. Und genau das war das Item, was wir brauchten. Das war alles. Und das habe ich nicht gefunden. Bleib stehen. Dann warten wir mal kurz. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Aber den Typen hier, den möchte ich jetzt mal schnell fertig machen. Vor allem sein Hund. So Leute, es geht los. Machen wir Party hart. Oh, er rennt weg. Der Sack rennt weg. Genau. Das ist ein Abdalenweiler. So, er kann Steinschlag einsetzen. Und jetzt gibt's mal wieder hier ein bisschen Flächenschaden. Jawohl. Huch. Hä, was ist mit dem passiert? Hat's denn schon... Ach, den hat irgendjemand umgeworfen. Okay, alles klar. Und er lebt noch. Gut. Das war's jetzt aber schon. Wir haben für Poppy einen weiteren Schlüsselerfolg. Super. Und jetzt können wir nämlich einfach hier dran vorbeigehen. Wir kennen ja die ganzen Schleichwege. Ich habe halt noch ein bisschen Schiss davor, dass wir eventuell noch gegen die schwarzhaarige Frau, von der ich erst dachte, sie wäre ein Kerl, kämpfen müssen und ihre blauhaarige Flammentussi da. Also Meisterin und Klinge. Das wäre ein bisschen unschön, denn ich glaube, die haben mächtig was auf dem Kasten und das würde wahrscheinlich eher nicht so gut für uns ausgehen. Nö. Einfach nö. Wie soll ich mich denn da drin, wie soll ich denn da drinnen bitte überleben, ja? Ich weiß nicht, was die erwarten. Wer bin ich denn? Und das war's auch schon. Es gibt natürlich wieder ein bisschen Geld und hier und da. Wo sind wir denn hier? Oh, puh, das ist alles eher unangenehm und vor allem Level 13. Ist von der anderen Seite abgeschlossen. Gut. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Level aus? Falsche Taste. Rex braucht noch 491 EP zum nächsten Level, er noch 281 und sie noch 70.
Das ist ja auch klar. Nia haben wir jetzt als letzte bekommen. Sie braucht natürlich ein bisschen. Und wo geht's hier lang? Auch nicht so schön hier zu sein. Ich kann doch gar nichts machen. Ich dachte, ich könnte jetzt die Steuerung des Schiffes übernehmen. Hey, wir sind draußen. Können wir nicht einfach springen? Abgeschlossen. Mann, hier ist alles abgeschlossen. Jedes Fünkchen irgendwas ist abgeschlossen. Wenn die mal schnell von einem Raum in den anderen müssen, müssen sie ihren fetten Schlüssel rumziehen und boah, und dann erst suchen. Wenn der weg ist, dann werfen wir mal ein Steinchen. So, komm her. Ich hoffe einfach mal, wir haben jetzt nichts Falsches getan. Nee, sieht gut aus. Wir können jetzt gegen den ardeinischen Soldaten kämpfen und die Gegner hier langsam dezimieren, denn es geht recht schnell. Es geht mit Autoangriffen. Wir haben mächtig was auf dem Kasten. Mia und Tora natürlich auch. Und dann kriegt sie schon mal 36 EP. Das heißt, noch ein Gegner und sie hat ein neues Level. Gut, ich habe nicht mehr auf mich aufmerksam gemacht. Nur ihn. Das ist halt wirklich schön, dass man die Gegner anlocken kann. Das macht es so viel einfacher. Weil man halt wirklich nur diesen einen Gegner bekämpfen kann und nicht immer eine ganze Gruppe, was sonst immer der Fall war. So, du kommst mal hierher, du Offizier. Ja. Genau, auch du bist nämlich kein Problem mehr. Du bist auf dem gleichen Level wie Rex und Mia hat gerade ihr neues Level erreicht. Sehr schön. So, Ankerschuss nochmal. Hat irgendjemand Leben bekommen? Das war aber nicht sehr nötig. Und das war's auch schon. Also auch Level 11er, kein Problem mehr, überhaupt keins. So, jetzt machen wir den hier schnell noch platt. Der ist auch Level 10. Wir wollen ja auch schließlich Tora auf ein neues Level bringen. Ich muss dann auch mal gucken, ob ich noch ein bisschen TAP übrig habe, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das hier geht alles per Auto-Hit. Oh Mann, er steht einfach zu nah an der Wand. Boah, dieser Schmettersalto sieht so unglaublich cool aus. Charaktere, Rex. Schmuck nicht fähig. Nee, das sind Talente. 1500, so viele habe ich nicht. Agilität um 20, Ätherkraft um 20, aber Ätherkraft, ich weiß nicht, wann ich Ätherangriffe mache, das weiß ich nicht. Ich habe ja kein Attribut mehr, irgendwie so waffenmäßig. Aber dieses Talent holen wir uns erstmal, 20 Agilität, das ist ja der Stat, der es uns möglich macht. Ah, jetzt ist das freigeschalten, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt. Bei Heilung und das ermöglicht Anschluss von Meistertechniken an Meistertechniken. Cool. Schadengrund wird um 20% erhöht. Das klingt doch alles schon mal richtig, richtig gut. Erhöhtes Glück um 20. Sowas brauche ich. Techniken. Wir haben 424 WP. Und das Schmettersalto kostet 320. 480 kostet der Ankerschuss. Da steht dann aber nicht, wie viel Heilung der macht. Treffer erzeugen 20% weniger Wut, es macht aber auch viel mehr Schaden. Das spare ich mir mal noch auf, aber wir haben ja immer noch Tora. Mit dem Knirschbohrer erzielt bei hochgesteuerten Gegnern 100% mehr Schaden. Das ist doch aber... Die Gegner sind doch nur total kurz in der Luft. Wie soll man denn da das richtige Timing für die Fähigkeit, also für die Technik kriegen? Das ist ja ein bisschen komisch.
Wenn 30% KP oder weniger. Meistertechniker erzeugen 50% mehr Wut, Schildstopper, Blocken regeneriert 6% KP. Wow, das ist eigentlich ganz cool. Er hat ja schon die Fähigkeit, wo er immer ein bisschen. Ich mach's jetzt einfach mal so und trainiere den Schildstopper auf Volldampf. Machen wir das hier mal und 360 habe ich jetzt nicht mehr. Also die WP steigen echt immens. Schmetterling, kein Effekt. 930 Hatze, Jaguar Kralle, Treffer lässt kleine KP-Kapsel entstehen. Das machen wir auf jeden Fall. Heilende Corona, Zwillingswurf, erzielt bei Seitenangriffen. Heilungsrate, Ja, mit Seitenangriffen, das ist doof für Leute, die halt nicht von mir gesteuert werden. Die stellen sich nicht direkt an die Seite. Zumindest, wir können es mal probieren. So, trainieren die Fähigkeit aber nicht. So, noch ein Gegner haben wir. Und dann ist Toa noch ein Stück näher an einem neuen Level. Wir übrigens auch. Schon wieder ein ganzes Stück näher. Mia ist noch ein Stück davon entfernt. Das wurde wieder mal nicht als Rückangriff gewertet. Na, wir sind noch draußen. Ich weiß jetzt echt nicht genau, wo ich hin soll, weil ich könnte doch jetzt einfach runterspringen und schwimmen. Oh, hier ist ein Schatz, den hätte ich beinahe übersehen. Ja, Gold können wir immer gebrauchen. Die Gegner respawnen zum Glück nicht. Zumindest nicht so schnell und glaube ich auch gar nicht. Also ich weiß es nicht, bisher ist noch kein Gegner wieder gespawnt, solange wie ich im Spiel war. Wenn man das Spiel ausmacht oder einen Spielstand lädt, was glaube ich so gar nicht möglich ist, sondern man muss das Spiel erst beenden, dann sind sie wieder da. Von hier kam ich, okay. Stimmt, ich sollte diese eine Tür aufkriegen. Ah, da kommen wir nur von hier rein. Die Gegner sind ja alle übelst schwach. Level 8, also bitte. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Zack, erster weg. Und jetzt sogar nochmal ein Hitzeschub. Boah, den Typen macht so fertig. Na gut, er ist aber auch nur Level 8. Er ist 3 Level unter uns. Das ist wirklich. Hab ich gerade einen Double Kill gemacht? Nee, der Hund lebt immer noch. Der Hund ist natürlich stärker als die Menschen. Das ist natürlich klar. Und Tora hat ein Level up. Wenn ich schon einen Schatz sehe, dann muss ich noch mitnehmen. Die Tür können wir jetzt aufmachen. Puh. Den juckt das ein Scheißdreck. Wir können uns hier einfach durchsneaken. Oh, das sind schon mehr. Oh.
Ach, hier ist offen. Und hier ist auch noch eine Leiter. Gott, wann komme ich denn endlich mal wieder aus diesem Schiff raus? Und mein Rex hängt irgendwie ein bisschen ziemlich schief da dran. Talente unzureichend. Gucken wir doch mal, ob wir das ändern können. Du hast einen Schlüsselerfolg erzielt und somit möglicherweise neue Talente. Erlernt oder verbessert. Feuerelement. Konzentration. Oh, und das ist Konzentrationsstufe 2. Autsch. Das ist dann wohl nicht so leicht. Oh ja, ein Haufen Harmonieerfolge, Sprungkraft, Noppernwissen, Superkräfte und auch bei Gromarch geht's so weiter. Na gut. Dann können wir hier noch nicht weiter. Ich laufe jetzt hier einfach rum. Hier geht's auch nicht lang. Meine Fresse, wo muss ich denn nur hin? Das Schiff ist viel größer, als man denkt. Das ist auch wieder von der anderen Seite abgeschlossen. Oh je, Mine. Ich habe eigentlich einfach nur diesen einen Weg gesucht, der uns... Bin ich hier richtig? Ach, ich muss nur 30 Meter nach unten. Also 30 Meter voraus und nach unten. Also irgendwie nach unten. Oh Mist, das war jetzt ein bisschen doof, aber das sind ja nur Level 7 und Level 8, das ist ja gar nichts. Das ist ja lächerlich lachhaft. Seid ihr sicher, dass ihr Soldaten sein wollt? Geht lieber in den Wald und spielt mit Stöckern. Ja gut, hier interessiert uns das jetzt auch alles wirklich nicht. Wir gehen nach unten und gucken mal, was passiert. Ne, da geht's nicht hoch. Jetzt sind wir irgendwie im Hangar gelandet. Dieses Symbol zeigt an, dass du hier ein Harmoniegespräch führen kannst. Die gab's schon im ersten Teil von Xenoblade Chronicles, also bei Xenoblade Chronicles. Harmoniegespräche sind sehr wichtig, um die Bindung zu deinen Gefährten zu vertiefen. Du kannst diese Symbole überall in Alrest entdecken. Da habe ich es immer so gemacht, weil ich habe gespeichert und dann mit den Leuten geredet und dann immer die richtige Antwortmöglichkeit rausgefunden. Manchmal war es offensichtlich, manchmal habe ich mich verklickt und so und dann habe ich halt immer perfekte Harmonie bekommen. Harmoniegespräche können nur mit der richtigen Gruppe zur richtigen Zeit geführt werden. Sieh dir das Symbol an, um die Voraussetzungen zu erfahren. Wenn du Harmoniegespräche führst, steigt das Vertrauen der beteiligten Klingen stark an, also nutze sie, um die Bindung deiner Gruppe zu festigen. Ein Shortcut! Genial! So, tut mir leid, Leute, aber ihr müsst jetzt den Löffel abgeben. Und da ihr nur Level 7 seid, ist es natürlich höchstwahrscheinlich. Boah, seid ihr schwach. Wieder Rotgarn. Ich finde so viel Rotgarn. Verdammt, es hat nicht gegolten. Rex erreicht schon wieder bald ein neues Level. In so einem Titanenschlachtschiff kann ich das? Sieht es ganz anders aus als in der Monozeros. Also, was ist Monozeros? Rex, du hast sie doch gesehen, oder? Am Pier auf der Goldmund. Das Schwarze Schiff von Jin und Co. Ah, dieses richtig beeindruckende. Das kann sich ohne einen Titan fortbewegen, nicht wahr? Ich bin keine Expertin, aber ja, sah ganz so aus. Klingt wunderlich. Tora will auch sehen. Das wird nicht passieren, außer wir laufen diesen Tornatypen nochmal über den Weg. Nu. Tora will doch nicht sehen.
Meisterpon ändert Meinung mal wieder extrem schnell. Die Monozoros war verdammt beeindruckend, aber das Ding hier ist auch nicht zu verachten. Kannst du laut sagen, hier gibt's lauter Sachen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Oho, liegt daran, dass Schiff Ergebnis von allerneuester revolutionärer ardeinischer Technologie ist. Normale Leute dürften gar nicht auf Schiff drauf. Die reden ja, könnt ihr das vielleicht selber lesen? Ich weiß nicht, wäre nett, wenn mal jemand einen Kommentar drunter schreiben würde, ob ich es vorlesen soll oder ob jeder selber lesen kann. Ich lese es jetzt einfach vor. Nicht nur, ich sehe hier auch viele neue entwickelte Verbesserungen. Seht euch das mal an, da haben die so viel herumgebastelt, dass ich nicht mal sagen kann, was es mal war. Ist Kontrolltafel, überträgt Signale an Nerven von Titan. Gibt Kabel von hier zu verschiedenen Teilen von Titan, dadurch kann Signal viel besser kontrolliert werden. Was, das ist ja der Wahnsinn. Dieses Kabel, 2,4 mal so schnell und 12 mal so leistungsfähig wie früheres Modell. Anders gesagt, hat viel höhere Qualität als Zeug von anderen Ländern. Wenn man das in ein kleineres Titanschiff einbauen würde, dann wäre es unglaublich leistungsfähig. Bing-Pong, korrekt. Die beiden scheinen sich ja zu amüsieren, aber ich verstehe nur Bahnhof. Poppy, was hältst du davon? Für Poppy ist das Anfängergeräte, warum Meister Pon so stolz darauf? Was soll Poppy sagen? Probieren wir das mal. Warum Meister Pon so stolz darauf? Hoho, Tora hat nur auf Frage gewartet. Ich nehme das mal als Kompliment. Also als gute Antwort. Technik ist in Titanschiff dasselbe wie Technik von Poppys Muskeln und Antrieb. Poppy überrascht. Doch nicht nur das. Technik in Poppy ist sogar noch verbesserte Technik als hier. Noch größere Überraschung. Sag bloß, du hast deine Technologie von Moa Dein geklaut. Also wirklich, Tora, das ist etwas unsportlich, oder? Tora ist kalkuliertes Risiko eingegangen zum edlen Zweck von wissenschaftlichem Fortschritt. Oh Mann, verdammt, zu schnell geklickt. Also kein Grund zur Sorge. Nachdem Geheimnisse von Poppys Geburt enthüllt wurden, fühlt Poppy etwas unwohl. Kein Grund zur Sorge, hofft Tora. Los, Rex, Rex, genug Plauderei, weiter, weiter. Ich finde Poppy lustig. Ja gut. Die haben uns jetzt schön ignoriert und jetzt können wir weitergehen. Ich bin mir immer noch ziemlich unsicher, warum wir das hier machen müssen, denn wie gesagt, wir könnten einfach von dem Schiff runterspringen. Ach ja genau, hier drüben müssen wir ja die Shot-Konsole bedienen und danach geht das Tor erst auf. Oh Mann, wisst ihr, wie dieses Gebiet aussieht? Wie ein Kampfgebiet. Wie ein Ab... いまいましいけど、メレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている。お前もホムラを狙っているのか。お前も当たり前でしょう。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る。アルスト史上最強なブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。 だから私は聖杯を手に入れる完璧な三段パイよ。最後は論理が飛躍してますもん。おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。 Ich kann den Typen nicht ab. Und jetzt werde ich wohl ein Schimpfwort verwenden, was ich nicht sagen sollte. Aber ich sag's auch nicht. Genau, ich sag's einfach nicht. Ich halte mich zurück. Jetzt, wo Gefährten an deiner Stelle kämpfen, solltest du etwas mehr über das Wutsystem erfahren. Gut, das habe ich mir alles schon ungefähr selbst hergeleitet. Bestimmt hast du es auch schon gemerkt, wenn ein Meister von einem Gegner ins Visier genommen wird, erscheint ein roter Kreis um ihn.
Das ist der sogenannte Wutkreis. Kleine Pfeile am Rand des Kreises lassen erkennen, welche Gegner ihre Wut auf dich gerichtet haben. Wut entsteht, wenn ein Gegner von starken Angriffen getroffen wird. Der Gegner möchte es dem Angreifer heimzahlen. Für Meister mit Heilerklassen kann es schnell gefährlich werden, wenn sie zu viel Wut auf sich ziehen. Momentan sollte also Nia das tunlichst vermeiden. Es ist immer besser, wenn Meister mit Abwehrklassen die Wut der Gegner auf sich lenken. Im Moment ist Thorat der perfekte Wutmagnet. Ja, er macht das ja auch. Dann können auch Meister mit Angreiferklassen dem Gegner in Ruhe Schaden zufügen. Momentan sollte sich Rex auf den Angriff konzentrieren. Der auf Abwehr spezialisierte Meister zieht also die Wut auf sich und wird vom Heiler geheilt. Der Angreifer fügt unterdessen dem Gegner möglichst viel Schaden zu. Das sind die Grundlagen des Wutsystems und der Klassen der Meister. Solange du beides im Kopf behältst, solltest du Duckhall schlagen können. Keine Ahnung. Ich konzentriere mich auch zuerst auf... Oh Mann. Achso, Duckhall. Ich kann nur Duckhall angreifen. Dieses andere Vieh... Wo ist er denn jetzt hin? Haiwa, du musst schon in der Nähe bleiben. Oh, der rennt einfach rum. Und Thora tankt ganz gut. Ich sollte nur schon ein bisschen Heilung immer mal aufnehmen, damit Thora geheilt wird. Mit drei Kämpfern in der Gruppe ist es auch an der Zeit, dass du über die Siegeleffekte von Klingenkombos Bescheid weißt. Okay. Wenn du eine Klingenkombo bis Stufe 3 fortsetzt, kannst du einen der am Ende der Kombo-Routen angezeigten Siegeleffekte erzielen. Die letzte Spezialtechnik bestimmt, welcher Siegeleffekt aktiviert wird. Der Siegeleffekt hält so lange an, bis dem Gegner ein anderer Siegeleffekt zugefügt wird. Wow, das kann ja richtig lange sein, wenn man keinen weiteren Siegeleffekt raushaut. Siegeleffekte können dir einen gewaltigen Vorteil verschaffen, also solltest du immer versuchen, Klingenkombos bis Stufe 3 fortzusetzen. Aber Vorsicht, Gegner, die mit einer Klingenkombo der Stufe 3 getroffen werden, entwickeln eine Resistenz gegen das eingesetzte Element. Wenn dies geschieht, kreisen sogenannte Elementarkugeln um den Gegner, die das Element seiner Resistenz anzeigen. Greifst du den Gegner mit demselben Element wie dem seiner Elementarkugeln an, wirst du ihm nur geringeren Schaden zufügen. Anders gesagt, wenn du mehrmals mit der gleichen Kombo-Route angreifst, verursachst du viel weniger Schaden. Merk dir das, es ist sehr wichtig, die Route deiner Klingenkombos zu variieren. Okay, irgendjemand muss jetzt langsam mal... Okay, und jetzt müsste noch... Mia noch was machen. ブレイドを盾にするような戦い方を。何を言ってるの？ブレイドはいくら傷ついても再生する。けれどドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。 Oh, ist das jetzt wie bei Xenoblade Chronicles X, wo der Kampf wieder von neuem losgeht? Nein. Er hat bereits Schaden erlitten, das ist gut. So, den machen wir fertig. Jawohl, schöner Schaden. Wieder Leben bekommen. Also der Typ geht eigentlich. Er hält viel aus. Aber da Thora hier alles einsteckt und nur das jetzt ein bisschen Schaden bei anderen gemacht hat, ist das eigentlich ganz cool. So, ZR-Wassersog. So. Jetzt kommt meins. Irgendwie hat es aber nicht so richtig funktioniert, oder? Vielleicht hätte ich anfangen sollen. Hm,
Ja, das Leben ist wieder da. Oh Mist, das war jetzt richtig doof. Verdammt. So, jetzt machen wir die Dampfbombe. Aber leider geht es nicht. Och Mann, das nervt immer, dieses umgeworfen werden. Und jetzt die Dampfbombe. Ui, cool. Und jetzt kann ich schon wieder an... Wow, also gerade läuft es irgendwie. Kommt auch guter Schaden rein, aber er braucht halt immer noch ewig. Boah, hier liegt überall ein Haufen Leben rum. Oh Mist, ich muss hinter ihm. Oh, dass er so rumrennen muss. Wow, wie Tore einfach wirklich die ganze Zeit nur tankt. Nein! Ah ne, gut, die Fähigkeit ist nicht abgebrochen, aber... Oh, wir haben auch fast volle Harmonie. Und zack. Na gut, war jetzt nicht so hilfreich. Sieht gut aus. Mist, die Fähigkeit gilt schon als eingesetzt. Will man meine Technik bis Stufe 2 aufladen? Hat's jetzt irgendwie Schaden gemacht? Ich hoff's mal. Wirklich viel Schaden macht er nicht. So, wir setzen nochmal den Ankerschuss ein, um nochmal ein bisschen Heilung rauszuholen. Genau. Und Zusatztasche bekommen. Nase, konna kodomo tachi ni seihai o te ni irete hongoku e gaisen. Ki o ushinatta you ja no. Nia o shokei shiyou to suru kara da. Jigo. Koitsura wa atashi o hongoku e okuro to shite ta. Rexe, wana da yo kore wa. Wana? Ja. ニアが処刑されるって触れは嘘。兄貴、そんなのどうでもいいもん。早く逃げるもん。ご主人が正しいですもん。追っ手が来る確率は高いですもん。そうじゃな、急ごう。まずは町の外へ逃げるんじゃ。Ich habe jetzt jede Sekunde in dieser Cutscene hatte ich jetzt echt Schiss, dass Morak auftaucht und seine Klinge. Wir machen jetzt auch hier erstmal Schluss, Leute. Wir haben es jetzt geschafft. Wir sind aus dem Schiff raus. Leider hat es ja ein bisschen gedauert. Und das nächste Mal verlassen wir dann diese Stadt, weil wir sind jetzt hier auch gerade irgendwie in übster Militärbasis. Vielleicht nicht gerade der beste Ort. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!